Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mars Effect. So, wir sollten uns hier das Lager mal noch anschauen. Dieser Biotika, die wohl mehr oder weniger abtrünnig sind. Ach stimmt, da hinten war noch irgendein... Wahrscheinlich können wir das halt auch noch nicht ausplündern, weil unsere Fähigkeiten halt noch zu gering sind. Würde ich fast mal schätzen. Hopp. Einmal raus. Ah, geht doch. Ein Goldvorkommen, wie schön. Juhu. Meins. So, dann gehen wir mal zurück und gehen wirklich mal hier in das Lager. So, dass auch alle wissen, dass wir da sind. Fragen wir erstmal hier nach. Hallo, da ist zu. Da können wir auch nichts machen, merke ich gerade. Was haben wir da hinten? Gehen wir einfach mal hier hin. Das Rennen bringt unglaublich viel, wenn man die Waffe nicht gezogen hat, merke ich gerade. Ah. Juhu, Medigel. Sehr schön. So. Da. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Auf die eine oder andere Weise finde ich einen Weg hinein. Vater Keil hat uns gesagt, dass uns die Allianz nicht in Frieden leben lassen will. Das ist die letzte Warnung. Verschwinden Sie, sonst werden wir uns verteidigen. Vater Keil hat uns gesagt, dass uns die Allianz nicht in Frieden leben lassen will. Das ist die letzte Warnung. Verschwinden Sie, sonst werden wir uns verteidigen. Wiederholst Schlagen dich. Sie die Tür ein. Wir haben gar keine Chance gegen uns. Ja, Rex hat's erfasst. Manuelle Überbrückung. Ja. Ui, der das war knapp. Wird angegriffen. Gar nicht. So, dann bitte mal Scharfschützengewehr. Garrus auch. Ja. Barriere ist auch schön. Blutbad wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, und was die Waffenwechselei angeht, stand auch in den Kommentaren, dass da wohl einige Tasten doppelt belegt sind. Und von daher... Ja, von daher halt unsere Begleiter immer mal andere Waffen da haben. Probieren wir es erstmal manuell. Neues Sturmgewehr. Ich glaube nicht, dass das besser ist als das, was wir haben. Aber wir werden es herausfinden. So, Türsteuerung. Öffnen und in Deckung. So, mein lieber Herr Garrus, du bist mir komplett im Weg. Ich mache ihn fertig. Ich habe mich vielleicht nicht so sehr über die fehlende Kampffähigkeit von Tali beschweren sollen. Garrus hat sich hier auch nicht gerade viel besser angestellt. Rex ist halt einfach eine einfache Kampfsau. Bis er dann stirbt. Was geht ab, Jungs? Wieso falten die alle hier wie die Fliegen um? Ich glaube, Scharfschützgewehr ist halt einfach auch scheiße hier in der. In dieser Ecke. Und weil es hier so. Ja, doch so sehr beengt zugeht. Na komm, Garrus, dann darfst du auch nochmal aufs MG wechseln.
2. Hier siehst du halt echt nichts, alles verstellt. Ich glaube, das war's mit dir. Dich mache ich fertig. Nee, Scharfschütze, wer kann's dir vergessen? Bevor Garus mir gleich schon wieder drauf geht, was er wahrscheinlich gleich tun wird. MG. Ich glaube, ihn hat's auch schon gerade zerlegt. Mach doch mal Blutbad. Mein lieber Herr Rex. Ah, noch nicht ganz. Dann schnell heilen. Los, los, los! Und tschüss. Ich glaube, das war's, oder? Haben wir sie alle erledigt? Scheint mir so. Ah, ich will nochmal oben gucken. Sicher ist sicher. Bei diesen Kultisten weiß man ja nie, wo sie sich verstecken. Aber ich glaube, hier dürfte nicht mehr allzu viel los sein. Aber es gibt eventuell noch was abzustauben. Hier hinten nicht. Die Zelle können wir auch mal Zelle sein lassen. Ah, super. Das lohnt sich. Und... Ja komm, heilen wir Garus nochmal hoch. Schnappen uns hier noch ein Medikit raus. Sehr schön. Geht's mal wieder ab nach unten. Und wir schauen da hinten in den Komplex rein. Vielleicht kriegen wir da ja mehr Informationen über die Kultisten. Oder halt den Anführer. Technik-Kit nehme ich gerne mit. Das möchte ich auch mal öffnen. Lecker Wolfram. Der Bunkerzugang ist entsperrt. Gut, dann können wir jetzt in den Bunker. Bestimmt auch schön. Das war das, wo wir vorhin als erstes rein wollten. Ja. Kiste. Oh Gott. Stelle ich mich mal wieder an. Oh, neue Turianer-Rüstung. Will ich mir gleich mal anschauen. Außerdem haben wir ein neues Sturmgewehr. Das ist nicht schlecht. Das rüstet ja direkt mal aus. Yep. Sniper haben wir natürlich nichts Neues. Toll, unser Sturmgewehr macht noch mehr Schaden als die Sniper im Moment. Wir brauchen dringend eine neue Sniper. Habe ich so den Eindruck. So, haben wir für dich eine neue Schrotflinte? Nö. Also neue schon, die bringt aber nicht viel. Garus, ja, für dich ist ja dann auch entsprechend nichts Neues da. Wie wäre es damit? Ja. Die lohnt sich. Machen wir das mal so. Für dich haben wir noch nichts Neues. Shepherd. Gut, die haben wir schon an. Ne, beziehungsweise haben wir nicht an, aber macht halt genau das Gleiche. Na gut, dann lassen wir das mal. Upgrades. Ja, komm. Sollte passen, denke ich mal. Der Bunkerzugang ist geöffnet. Das heißt, es geht wieder raus und zum Bunker. Zack. Schön, dass wir unser Marco direkt dann davor abgestellt haben. Mehr oder weniger zumindest. So, und dann können wir jetzt hier auch gemütlich durchrennen. Wahrscheinlich auch eine ganze Menge Gegner wieder da. Kriegen wir schon hin.
Speichern. Bitte. Danke. Hallo. Und auf Wiedersehen. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ich glaube ja nicht. Nur den Tod für die Gegner. Meine Güte, der hat's hier aber gehalten hier. Aber hey, Stufenaufstieg. Rex, dir geht's ganz gut, scheinbar. Schleichen wir uns mal hier rüber. Der wiederholt euch. Ich dachte, ich wäre da ausgewichen, aber gut. Ach, nervig. So, komm, steh mal auf. Hast du dich da irgendwie festgepackt? Oh, schön. Ich habe mich tatsächlich hier irgendwo festgepackt, wie mir scheint. Jupp. Dann laden wir das Ganze nochmal. Jupp, einmal laden bitte. Und dann auf ein neues. Irgendwie habe ich es heute mit irgendwelchen Bugs und Leveln und... Das zweite Mal heute beim Let's oder beim Aufnehmen, dass ich irgendwo festhänge. So, Levelaufstieg, den möchte ich direkt mal machen. Squad. Zwei Punkte. Ja, die dann bitte mal ins Sturmgewehr rein. Earthnot, du hast einen Punkt. Den machen wir mal. Auf den Warp. Der Garrus, bitte die Dechiffrierung auskillen. Ausrüstung, jawohl, neue Knarre. Und wie gesagt, den Rest machen wir dann später. So, die Herren. Läuft jetzt gerade ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Aber wir sind ja auch noch nicht festgepackt. So, Türsteuerung. Zack, öffnen. Aha, da haben wir drei Stück gehabt. Erstmal hier reinschauen. Fehlerhaftes Objekt. Sonst aber, glaube ich, nichts Interessantes. Doch, ein Technik-Kit. Yay. Mit einem Rüstungs-Upgrade. Ja, müssen wir, wie gesagt, bei Gelegenheit mal wieder Ausrüstungsfolge machen. Halt! Es sind genug meiner Kinder gestorben. Das Töten soll aufhören. Ich kenne sie. Sie sind der Schlechter von Torfan. Warum sind Sie hergekommen, Shepard? Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein.
Der Großteil ihrer Anhänger ist tot. Und sie sind schuld daran. Wenn sie ihnen wirklich am Herzen liegen, dann ergeben sie sich, bevor noch mehr umkommen. Ich weiß es zu schätzen, dass sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind sie hilflos. Ich habe bereits die Hälfte aller Leute in diesem Komplex getötet. Wenn sie nicht mit mir kommen, müssen all ihre Anhänger sterben. Welcher Vater lässt den Tod all seiner Kinder zu? Nein, das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein, bitte, ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich will keine Entschuldigung. Sie müssen mit mir kommen, Major. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass sie mich wegbringen, werden sie es nicht verstehen. Sie werden sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich denke, es wäre besser, wenn Sie gleich mit mir kommen, Major. Ich muss alles in meiner Macht Stehende tun, um meine Kinder vor Leid zu bewahren. Das ist die einzige Lösung. Wir machen das auf meine Weise, Major. Und jetzt gehen Sie. Ich rede, aber Sie hören mir nicht zu. Sie sind wie die anderen. Ein Blasphemiker, der den Tod verdient hat. Dich mache ich fertig! Okay, das ging dann doch noch ein wenig schneller als gedacht. Tja, er hätte ja gleich mitkommen können. Selber schuld, sage ich da mal. Wie gesagt, wir hätten es natürlich auch auf die freundliche Art lösen können und bla und dann... Ich glaube, das war auch so, wenn wir dann sagen, ja, okay, wir geben dir eine Chance, aber wenn wir zurückkommen, dann ist hier, also du musst dich auch ergeben. Wir vertrauen dir soweit, aber so enttäusche unser Vertrauen bloß nicht. So irgendwas ging, glaube ich, wenn man das auf die freundliche Art gemacht hat. Aber wie gesagt, wir spielen ja unseren dickköpfigen Shepard. Von daher war das halt etwas passender. Dann begeben wir uns mal noch schnell nach draußen. Ich glaube, an Zeug haben wir hier soweit alles mitgenommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, bitte einmal das Gebäude verlassen. Dann können wir nämlich hier zurück auf die Normandy. Ich glaube, hier sollte... Wir müssen ja eh nochmal zurück... weil wir die eine Sache hier vergessen hatten, zu scannen oder nicht aufnehmen konnten. So, und dann würde ich hier mal etwas früher Schluss machen als sonst und dann noch ein paar, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder eine Menge Codex-Einträge angesammelt, die dann noch durchlaufen lassen und ich hoffe mal, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alle, die jetzt aussteigen, danke fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao, ciao. Und für alle anderen gibt es jetzt halt noch ein paar Codex-Einträge. Okay, das war doch etwas fixer als gedacht. Nur der eine, ich dachte, wir hätten mehr gesammelt. Aber gut. So, hier haben wir halt noch ein bisschen was. Das eine Medaillon hier aufgesammelt. Und haben halt noch eine ganze Menge hier zu erledigen. Bericht erstatten, wie gesagt, machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.